Hallo und herzlich willkommen zum letzten Teil unserer Modern Horizons Spielraum Wien Spoiler Alarm Serie. Bei mir sitzt noch immer der Herr der Karten. Patrick, mein Name, noch immer. Nein, es ist der Herr der Karten. Mein Name ist Christopher Postel und wir. Euer Christopher. Euer Christopher, Entschuldigung. Und wir starten mit der farblosen Karte, dann mit allen Artefakten und Ländern. Los geht's. Morophon, grenzenloses Etwas. The Boundless. Mhm. Ach, komisch übersetzt, hä? Huh? 7 oh. Mana, legendäre Kreatur, Gestaltwandler, 6-6, Wandelwicht, der ist alles. Ja. Sowie Morophon grenzenloses Etwas ins Spiel kommt, bestimme einen Kreaturentyp. Zaubersprüche des bestimmten Typs, die du wirkst, kosten beim Wirken alle Farben weniger. Dieser Effekt reduziert nur alle Farben weniger. Dieser Effekt reduziert nur die Menge an farbigen Mana, die du bezahlen musst. Das heißt, Niv-Mizzet ist gratis. Ja. Andere Kreaturen des bestimmten Typs, die du kontrollierst, erhalten +1/+1. Ja. Herzlich willkommen, Commander-Karte. Ja, das ist schon eine richtig coole Commander-Karte, muss ich gestehen. Wenn du das irgendwie Topic Commander Deck spielst und dann kannst du halt Five Color sein und so. Ja, Five Color ja, Sliver mit dem als Commander. Ja, das ist schon. Kannst cool. Du die ganzen Five Color Sliver. Kostet alles nix. Kostet alles, naja, nix. Kostet halt nur die farblosen Mana, aber Sliver Queen kostet nix. The First Born Sliver kostet nix. Sliver Overlord kostet nix. Ui. Geile Scheiße. Und dann spielst du Collective Company auch. Every time a creature comes in play, draw a card. Alle haben Kasket. Boah, jeder Fuchs. Das ranzigste Deck. Ja, das war's. In Constructed wird es den nicht geben. Das glaube ich nicht, nein. Passt. Dann gibt es ein Reprint. Ja. Altar of Dementia. Altar des Wahnsinns. Kostet 2 farblose Mana. Ist ein Artefakt. Opfere eine Kreatur. Ein Spieler deiner Wahl legt so viele Karten oben von seiner Bibliothek auf seinen Friedhof, wie die Stärke der geopferten Kreatur beträgt. Und das Schlechte an dieser Karte war immer, seit sie geprint wurde, dass es Stärke ist. Wenn das ja, Toughness wäre... Könntest du die Walls alle opfern, genau, oder? Dann kannst du das Wall-Mitteldeck spielen, dann altern und alle Walls opfern. Für 3 Mana habe ich den 0-7er, mit ich für 7, den 0-4er, bam, bam. Unearth, oh, und mit ich wieder für 7. Das wäre richtig gut, aber für Power ist halt echt traurig. Naja. Dann gibt es ein Snow Permanent, ein Arkham's Astrolabe. Oder Arkham's Astrolabium. Was ist ein Astrolabium? Du, das hört sich so technisch an, das musst du wissen. Das ist ein Astrolabe offensichtlich. Ich habe keine Ahnung. Was ist das? Erklär mir das. Na, wahrscheinlich so ein astrologisches... Ging es da, was man das sieht? Was weiß ich? Lies die Karte vor. Okay, kostet ein Snow... Mana? Mana. Das heißt, kann nur von einem Snowland Mana erzeugt werden. Aber es ist wurscht, welches. Ja. Also blau, rot, schwarz, grün, weiß. Egal. Wenn Arkham's Astrolabium ins Spiel kommt, zieh eine Karte. Er setzt sich selber für einen Mana, finde ich korrekt. Ja. Ein Mana zahlen, tappen, erzeuge einen Mana einer beliebigen Farbe. Schau, das ist eben auch so ein Artefakt. Das kannst du in allen diesen, wenn du Snow Permanence brauchst, problemlos spielen. Ja. Das kostet nur eins. Er setzt sich, wie gesagt, selber, ist wieder ein Snow und fixt noch an deine anderen Farben. Ja. Also mit Snowland, dem... Ja. Hätten wir schon 2 Turn 1, das heißt, wir müssten noch ein Snowland legen. Und könnten Turn 2 den Snowstreak spielen. Genau. Also finde ich jetzt nicht so abwegig. Mhm. Den finde ich auch ganz cool. Dann gibt es der Eishaut-Golem. Der sieht cool aus. Ein Snowmana, verschneite Artefaktkreatur Golem. Mhm. Golem. Ist 2-2. Genau, ein Mana 2-2. Ist halt diese. Du musst halt das Snow-Deck sein, aber es ist Artefakt, das heißt, es ist Snow. Das heißt, du kannst jedes Snow sein und dann hast du halt für einen Mann eine 2-2. Ja, vielleicht ist sie cool. Man weiß es nicht. Dann gibt es Tantalidmox, den hasst der Matthias ja von Herzen. Ein Artefakt, aussetzen 3 für nix. Ja. Und wenn er kostet auch nix. Kostet nix. Und wenn er dann da ist, erzeuge ein Mana einer beliebigen Farbe. Ja. Und der Matthias schimpft den fürchterlich, weil er zu schlecht für Highlander ist. Ja. Und wahrscheinlich auch zu schlecht für Modern. Du kannst reinkasketen. Das wäre aber auch wahrscheinlich ein furchtbarer Kasket, oder? Braucht kein Mensch. Dass du den reinkasketest und dann einen Mana gemacht hast. Es ist aber wahrscheinlich wirklich zu langsam. Für Modern? Ja. Ja, weil du halt erst Turn 4 dann, nicht wahr? Ja. Ja, Turn 4 dann das Mana mehr hast. Was okay ist für 0 Mana noch immer. Ja, ja, aber... Aber, jo, jo. Interessant. Also cooles Kartendesign, vielleicht kommt was.
Ich meine, ich finde das Artwork sehr cool, das aber Artwork die Karte finde ich halt auch nicht so prickelnd. Ja, die Artworks sind auch wieder sehr gut. Ja. Bin ich begeistert. Dann gibt es den Schrottplatz Rekombinator. Der hat ein geiles Artwork. Absolut. Scrap Yard Recombiner heißt der. Kostet 3 Mana, ist 0-0 eigentlich. Ein Konstrukt hat Bausteine 2. Das heißt, der kommt mit 2+1+1 Marken ins Spiel. Opfere ihn. Tappe und opfere ein Artefakt. Nicht ihn, sondern ein Artefakt. Keins, kann auch er sein. Durchsuche deine Bibliothek nach einer Konstruktkarte, zeige sie offen vor, nimm sie auf deine Hand und mische dann deine Bibliothek. Und wenn er stirbt, kommen natürlich seine Marken auf eine andere Artefaktkarte. Ja, wie der Akbar und Revenger, der hat ja auch Bausteine. Modular heißt es. Nach einer Konstruktkarte. Ich weiß nicht, was alles Konstrukte sind, ich sag's dir ganz ehrlich. Hm. Ob man das irgendwie abusen kann, ob es coole Konstrukte gibt, die man sich raussuchen möchte. Ich weiß nicht, ist Arcbound Ravager ein Konstrukt? Ich glaube schon. Ist irgendwie passend. Also weil alle, ich glaube alle, die mit... Alle mit Modular sind ja, Konstrukte? Ich glaube schon. Möglich. Also da muss man schauen, ob da was geht, das weiß ich zu wenig. Dann gibt es ein Schwert. Schwert aus Sehnen und Stahl oder Sword of Sinew and Steel. Hätte der eigentliche Name dieses Schwertes hätte sein sollen, Sword of Sex and Violence. Ja. Einfach so. Also das rot-schwarze Schwert hätte so heißen sollen. Okay, und was hätte dann... Na, lies mal, was jetzt mal, dann sagst du mal, was machen jetzt sollen. Okay. Kostet 3 Mana wie ein Schwert, ausgerüstete Kreatur gebringt. +2/+2 hat Schutz vor Schwarz und Rot, das kennen wir schon. Ausrüsten 2. Immer wenn die ausgerüstete Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, zerstöre bis zu einem Planeswalker deiner Wahl und bis zu einem Artefakt deiner Wahl. Gut, was hätte es machen sollen? Dein Gegner discardet eine Karte und du schießt 2 Schaden auf ein Target deiner Wahl. Ja, oder auf eine Kreatur oder Planeswalker. Von mir aus. Nicht Spieler von mir aus, weil das macht ja das Rote schon, ja. Das andere Rote. Obwohl das Discarden haben wir am schwarz-grünen Schwert oben, oder? Ja. Ja, das Problem ist ja, die guten Abilities sind weg und das ist das Überblieben. Dein Gegner opfert eine Kreatur oder einen Planeswalker und du schießt 2 Schaden auf ein Target deiner Wahl. Oh. Das hat wie gesagt, das Feier hatte die 2 Schaden schießen schon, aber ja. Dann gegangen. Schießt 3 Schaden. Auf einen Planeswalker oder Kreatur. Auf einen Spieler oder Planeswalker. Der Spieler ist halt urmächtig. Nein, ist mir du machst wurscht, halt 5 Damage pro Hit. Ja, Sword of War and Peace schießt pro Handkarten auf Spieler. Also. Ja, ist, stimmt wahr. Ja, ich sag's, bevor das zweite Schwert kommt, ich glaube, das wird nichts. Das erste wird schon nichts und das zweite wird auch nichts. Das zweite ist Schwert aus Wahrheit und Recht. Dabei ist es dein Schwert. Ja, aber es ist leider Arsch. Sword of Truth and Justice, also wieder +2/+2, hat Schutz vor Weiß und Blau, Ausrüsten 2. Mhm. Immer wenn die ausgerüstete Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, lege eine +1-Marke auf eine Kreatur, die du kontrollierst und führe dann Wucherung durch. No? Und ich hätte mir diese +1/+1-Marke einreden lassen. Ja. Aber das ist absolut keine blaue Ability. Was? +1/+1 Wucherung, ist Wucherung, ja. Also es ist nichts, das ich jetzt mit Blau verbinde. Weil Draw a Card, ja. Wenn einfach nur draufsteht, +1/+1 Mann und Draw a Card, wäre es 1000-mal besser und ich würde spielen. Ja, natürlich, aber ich meine, Wukong gibt es schon auf, Proliferate gibt es schon auf einigen blauen Karten. Schon, aber es ist halt nicht Leibwand. Ja, es fühlt sich mehr grün an eigentlich, normalerweise, die Wukong. Und ich meine, du machst +2/+2 auf eine Kreatur. Ja. Oder du hast halt wen anderen und alle kriegen was. Aber dann musst du halt Planeswalker auch wieder haben. Wenn ich Planeswalker habe, will ich nicht angreifen gehen, oder? Also ich habe Creatures mit Vigilance und das ist schon wieder alles so restriktiv. Ja. Also ich habe mich, ich habe nur gesehen, dass ein Sword gespoilert wurde, ohne Text noch. Mhm. Ja. Mein Sword. Geil. Ja, aber leider nicht. Leider nicht. Leider nicht. Dann gibt's die, anderen 5 Talismänner. Genau, die restlichen Talismänner, die Enemy-Color Talismänner in Rot-Weiß, Rot-Blau, Schwarz-Grün, Grün-Blau und Schwarz-Weiß. Alle sehr coole Artworks. Jawohl, alle machen sehr ein farbloses Mana oder machen die eine Farbe, diese entsprechenden Farben, wenn du dafür dir ein Leben zahlst. Richtig. Wo ist das hin denn? Weiter geht's mit den Ländern. Ja, also machen wir zuerst diese Land-Cycle, die es gibt. Ja, okay, es gibt die Snow-Covered-Länder, die kann man... Snow-Covered-Länder gibt's. Snow-Covered-Basic-Länder. Die Artworks sind alle so mittelgeil, finde ich. Genau, danke, dass du das auch findest. Ich finde die alle nämlich... Also ich muss dir gestehen, ich finde am schönsten ist eigentlich das Weiße und in weiterer Folge das Schwarze.
Okay, ich finde am Abstand am hässlichsten blau und grün. Ich finde, Ja. blau schaut nicht aus wie ein. Ich meine, blau ist für mich keine Insel. Nein. Das ist wie das Rote, nur dass sie Ja, halt um genau. Wasser gebaut haben. Genau. Und warum das Grüne diese Zunft ist, hat, weiß ich auch nicht. Es hätte einfach verschneite Bäume sein können, wäre auch leibend gewesen. Sollen Ja. wahrscheinlich auch verschneite Bäume sein. Okay. Ja. Also das Weiße finde ich eigentlich echt cool. Ja, das weißt du, ist okay. Und das Schwarze finde ich Auch auch gut. ganz leibend, aber schaut eigentlich wie das Weiße aus, wenn wir uns ehrlich sind. Ja, schaut dem sehr ähnlich. Dann gibt's Dann gibt es die Cycle-Länder. Cycle-Länder, jawohl. Die sind die Reprints. Genau, die kommen gedubbt ins Spiel und erzeugen einen Mana der Farbe. Und man kann sie Und für den man kann sie für eine Farbe umwandeln. für die entsprechende Farbe umwandeln. Die Artworks sind cool. Die Artworks sind cool, wenn wir dabei sind. Weiß schon auch am Weiß geilsten aus. ist, weiß, aber da ist blau auch sein Eis, finde ich. Der Schwarz ist Finde auch ich auch cool. schwarz, okay. Und Und dann noch ein Cycle, den es gibt. Horizon Canopy Lander, also Horizon Lands nennen wir sie Horizon jetzt. Lands, Finde weil ich sehr es geil. doppelt passt. Erstens Mount Horizon und Horizon Canopy. Da gibt es feuriges Eiland. Eiland, Alter. Ja. Eiland. What the Ja. fuck? Ja, es ist ein Eiland halt. Eilet, aha. Nährendes Torfmoor, stille Lichtung, schönes Artwork. Ausgedörrte Schlucht und wasserführender Hain. Das sind alles so wie Horizon Canopy. Man kann tappen und ein Leben bezahlen und erzeugt ein Mana, eben von den Enemy Colored. Und wenn man eins zahlt, tappt und opfert, zieht man eine Karte. Die Karten werden auf jeden Fall gespielt werden. Ja. Ich glaube nicht als Vorauf. Nein, weil spielst ja Horizon Canopy auch selten als Vorauf oder eigentlich nie, weil das Leben zahlen, wenn du es halt brauchst, Ja. das Mana ist halt schon anstrengend, aber das sich selber setzen können, ist halt mächtig. Ja, also als Two-Off glaube ich schon, dass man das spielen kann. Ja. Und ich finde eigentlich, da finde ich das Grün-Schwarz am hässlichsten, wenn man kurz Grün, überlegt. schwarz, na, eigentlich nicht. Also ich muss gestehen, das Blau-Rote schaut cool aus, grün, schwarz. Also mir gefällt das Schwarz-Weiß am besten, auch Okay. mit den Bäumen und dem. Das erinnert mich ein bisschen an Kamigawa, an so ein ehemaliges Schlachtfeld. Schlachtfeld, ja. Ja, Das finde ich richtig cool. Rot-Weiß finde ich fad. Ja, aber es ist, trifft halt, was es ist. Grün, blau schaut eigentlich ganz cool aus. Also Finde ich ich finde auch. das hässlichste das Rot-Weiße wahrscheinlich. Okay. Das hat irgendwie was Krankhaftes, das Schwarze. Das nährende Torfmoor, Ja, das ja. schaut cool aus. Finde ich geil. Und dann Gut. gibt es noch ein paar Länder extra. Da gibt es einmal die Frostschreiter Bastion. Das ist ein verschleiertes Land. Verschreit. Ein Das hat auch ein verschneites. sauschönes Artwork. Erzeuge ein farbloses Mana. Das ist auch dumm, warum das ein farbloses Mana erzeugt und nicht einfach ein Snowland. Snowmana? Ja. Ist eine gute Frage, das habe ich mich auch schon Aber gefragt. ist das nicht ein S Nein, nein, das erzeugt eh ein Also, Snowmana. es, genau, es Entschuldige, das erzeugt, weil es ja ein erzeugt Snowland ein ist. farbloses Ein Snowmana. farbloses Snowmana. So. Ja. Und für eins und ein farbloses Snowmana bis zum Ende des Zuges wird die Frostschreiter-Bastion zu einer 2-3-Konstrukt-Artefakt-Kreatur. Sie ist noch immer ein Land. Ist eigentlich gut, besser als Mutterwald, das sind nur 2-2. Aber diesmal weiter. Immer wenn die Frostschreiter-Bastion einer Kreatur Kampfschaden zufügt, tappe die Kreatur und sie enttappt nicht während des nächsten Das ist Enttapp-Segments, nämlich die du richtig beherrschst. cool. Ja, das ist geil. Weil damit hast du diesen eben Ice-Effekt, diesen Wall of Ice-Effekt, dass du die Kreatur eben, wenn du damit blockst, wenn sie kleiner ist, killst sie, wenn sie größer ist und du opferst das Land, dann hast du wenigstens eine Runde Ruhe. Nein, finde ich schon ganz cool. Also ich finde das Snow-Theme prinzipiell cool. Dann gibt's. Das ist sehr gut. Das Ja. ist sehr gut. Das Tempel von Heliots. Das Artwork. Artwork ist richtig schön. Tempel von Heliots Großmut. Legendäres Land. Tappe und erzeuge ein farbloses Mana. Und für ein weißes, ein farbloses Tappen, lege eine Verzauberungskarte deiner Wahl aus deinem Friedhof oben auf deine Bibliothek. Noch besser. Was mit Enchantments arbeitet. Geil. Urgeil. Richtig geil. Schönes Artwork, coole Karte, cooler Effekt. Ja. Nice one. Einfach Gewinn. Ja. Ein einfacher Gewinn. Ja. Und ich Und glaube, das wir sind bei der letzte. letzten Karte und die ist auch ein absoluter Gewinn, egal ob vom Artwork oder vom Effekt. Prismatisches Panorama oder Prismatic Vista. Tappen, bezahle einen Lebenspunkt, opfere das prismatische Panorama, durchsuche deine Bibliothek nach einer Standardlandkarte, bringe sie ins Spiel und mische dann deine Bibliothek. Geil. Ein Fetchland für Basic Lands. Für jedes, das finde ich nämlich eigentlich cool, weil jedes Two-Color-Deck auf Basics jetzt auch so fetchen kann. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt Blau-Weiß Control spiele, dann würde ich wahrscheinlich zwei von denen spielen und vier Flooded Strand. Weiß, warum nicht? Ja, ich meine, der Vorteil, wenn du halt
jetzt, keine Ahnung, keine Flooded Strange spielst, sondern Polluted Deltas, dass du noch immer mit dem Polluted Delta dann das Dualland raussuchen kannst. Ja, mit dem halt nicht. Ja, aber das ist jetzt so ein geringerer Nachteil meines Erachtens. Weiß ich nicht. Der Vorteil mit dem ist, dass du dir halt auch Snow-Covered Länder raussuchen kannst. Ja, und ich glaube, deshalb gibt es auch. Genau, das ist halt ziemlich nice. Ja, geil. Geil. Also fertig. Fertig ja. Mit dem ganzen Overall, was sagst du? Ich finde die Edition noch immer sehr cool. Wie ich in irgendeinem Video habe ich dir schon gesagt, ich finde es gut, dass sie Sachen rausgebracht haben mit der offensichtlichen Hoffnung, gewisse Typen Deckideen zu pushen. Ich weiß noch nicht, ob es reicht. Okay. Ich finde, also, ich schaue mal viele Karten und denke mir, boah, das ist geil, oh, das ist cool, oh, das möchte ich spielen, oh, das finde ich leimend und so. Und denke ich mir so, ja, aber in Modern kriege ich wahrscheinlich nicht auf die Goschen damit. Und das ist ein bisschen das Problem, was ich habe. Ich glaube, das ist auch das Problem. Weil ich war ja eigentlich von den ganzen Snow-Stuff oder bin noch immer relativ begeistert. Und ich habe gedacht, und es gibt ein paar Sachen, die man halt auch aus den alten Editionen aus Cold Snap spielen kann. Ja, gerade wo du dir ein Snow-Covered Land aus dem Deck suchen kannst und auf die Hand und so. Aber ich befürchte, dass es einfach zu wenig ist und dass einfach so Sachen wie Death Shadow, Tron und sowas dich einfach noch immer fressen. Weil halt einfach der Power-Level dort noch höher ist. Ja. Ja. Man denkt sich halt auch mit den Karten, die geprintet wurden, mit Flusterstorm, oh, du hast was gegen Storm, aber Storm hat auch was gegen dich. Ja, natürlich. Aber das zum Beispiel Flusterstorm, das finde ich ja ein okay Fix. Mir geht es ja primär um die Karten, die halt neu dazugekommen sind. Ja, ja, also ich muss gestehen, mir fehlen ein bisschen diese obvious Sachen. Und das sind einfach... Das ist Shardless Agent, das ist Baleful Streaks, ja, gut, das ist Chain Lightning, das sind einfach obvious Sachen, die man bringen hätte können, die halt Impact hätten, aber halt nicht overpowered wären. Ja. Brightlink beispielsweise. Toxic Deluge. Das sind alles so Karten, Counterspell. Na, Counterspell finde ich gut, dass sie nicht gebracht haben. Das finde ich auch immer gut, dass sie nicht gebracht haben. Also das sind so die Karten, wo ich mir denke, hey, ihr hättet es schon bringen können. Ja, das geht es mir nicht. Die Frage ist, ob sie was bringen hätten müssen, was offensichtlich, ich will nicht sagen broken, aber ich sage jetzt mal offensichtlich broken ist, um halt zu sagen, okay, das wird ein neues Modern Deck. Oder ob es gut ist, dass sie genau das nicht gemacht haben, oder ob sie es zu vorsichtig gemacht haben, so dass es bis auf diese Landthema, was halt schon sehr massiv ist, Cycling, Land, Life on the Loam Deck, ob bis auf das, was man offensichtlich sehr viel dazu bekommen hat, es so vorsichtig war, dass es nicht reichen wird für Modern. Ja, es ist ja, also es gibt ja den Tenor im Internet, dass die Edition Commander Horizons heißen sollte und nicht Modern Horizons. Ich kann das schon auch nachvollziehen. Ja, es gibt sehr viele coole Commander-Karten natürlich, ja. Also wie gesagt, dieses Landthema ist das, was ich mir am ehesten vorstelle, das gepusht wird dadurch. Ja, ja. Mit Cycling-Ländern, mit dem coolen Planeswalker, mit dem ganzen rundherum. Ja. Also es wird sicher keine Bärendecks geben jetzt. Ja, du könntest eins bauen. Ja, ich kann eins spaßhalber bauen, aber das wird nichts reißen. Mhm. Mir fehlen so ein bisschen für die bestehenden Decks, sagen wir so, für die bestehenden Decks, diese Tier 2, Tier 3, Tier 4 Decks, die es alle gibt, so diesen Push, dass sie auf ein bisschen mehr rankommen zu den anderen Decks. Ja, ich verstehe, was du meinst. Es fehlt das, wo man sagt, okay, da sie haben dieses Deck sich angeschaut und gesagt, okay, diesem Deck fehlt das, dafür bringt meine Karte. Das haben sie nicht wirklich. Sie haben eher gesagt, Goblins ist cool, Leute spielen kein Goblins, Goblins kennt ihr ein Deck, dafür machen wir Karten. Sliver ist cool, Sliver ist kennt ihr ein Deck, dafür machen wir Karten, bla. Und es wird aber deswegen das Deck nicht Tier 1 werden. Also nein, 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 aber es wird auch nicht Tier 2 werden oder sowas, sondern es ist einfach immer noch Fringe. Ja, Sliver Company, schauen wir mal. Hat möglich, schon echt coole Karten möglich wieder dazu und ist ja immer schon grenzwertig. Aber es ist halt, ich glaube einfach, dass sie die Chance nicht genutzt haben, einfach Karten ins Format zu bringen, die schon lange dorthin gehören. Und es sind eben diese Brightlink Streaks Agent, die würden nichts machen, unter Anführungszeichen, ja. Naja, ich verstehe schon. Ja, aber es ist Modern Horizons 1, es heißt zwar Modern Horizons, aber die Abkürzung ist MH1. Es wird ein Modern Horizons 2 geben und vielleicht ist es ja auch für sie so ganz gut, wenn sie mal was rausbringen, was ein bisschen vorsichtiger ist, um zu schauen, was geht und dann beim nächsten Mal ein bisschen progressiver werden. Weißt du, es ist vielleicht besser so, sie hauen jetzt die urharten Sachen raus,
das Modern-Format ist auf einmal furchtbar broken. Sie müssen die Hälfte wieder wegbannen, weil das wäre noch mehr eine Katastrophe, glaube ich. Ja, aber es ist jetzt keine Karte dabei, wo ich sage, hey, pff. Außer Ursa. Ursa vielleicht. Ursa Doktor. Jagmod. Gibt schon die Kombo. Jagmod ist auch gut. So, Karten. Also wir haben wie immer unsere Top 3 Karten, oder? Jetzt habe ich es wieder weggedrückt. Warum machst du es weg? Weil ich es weggeben will. Du hast schon die ganze Zeit geschaut. Ich habe geschaut, ich habe aber geschummelt. Dann darfst du auch beginnen. Ich hab's gewusst, du bist so ein Arsch. Na sicher. Okay, ich muss aber trotzdem schauen, wie die Karten heißen. Natürlich, jederzeit. Also ich weiß noch nicht, wie ich es ranken soll. Das ist ein bisschen ein Problem. Es gibt keine Sinn der Wall, Patrick, leider. Okay, ich nehme die oder die? Die zweite schon. Zweite? Na sicherlich. Okay. Mirrodins Belagerung. Ich habe geschwankt zwischen Marit Lars Schlummer. Beide sind meine Karten, die eine Combo wollen. Also Mirrodins Belagerung für das axianischen Gewinn natürlich. Finde ich super cool. Auch super cool ist, was ich definitiv spielen werde, ist Amulett des Erzmagiers. Das finde ich eine gute blaue Karte. Triple Blau schockt mich gar nicht. Und was ich auch wirklich sick finde, und vielleicht geht da irgendwas, ist der weltengebundene Komplize. Das ist der rote Dude, der die Planeswalker ins Spiel bringt. Schwierig. Also die Karten, die ich cool finde, finde ich halt sehr geil. Das ist die Problematik. Ich hab dir keinen Planeswalker weggenommen. Beide Planeswalker hätte ich auch nennen können. Mein Nummer 3, Brandon 6. Ja. Keine Farbkombination von mir, aber hey. Coole wenn Karte. Die Karte nichts macht, dann bin ich richtig hart. Dann bin ich richtig hart. Es bleibt aber trotzdem dabei. Ice Full Streaks. Snow Streaks, Ice Streaks, finde ich noch immer geil. Der Batik hat mich ein bisschen milde gestimmt mit seinen ganzen Snow-Gerede. Vielleicht werden wir da was probieren. Es ist nicht dein Mana-Engel, es ist einfach Sarah. Ja, weil das war egal. Flavorful einfach die coolste Karte ist für mich von Anfang an. Der Rich hat das so nett gesagt am Facebook-Post. Wurde geschrieben, Christopher, wie findest du diese Karte? Und Richard hat darunter kommentiert, er darf obvious nichts dazu sagen, weil die Karte hat er wahrscheinlich für Wizards designt. Ich hätte das Plus 2 vielleicht ein bisschen anders gemacht, aber ansonsten coolste Karte zum Set. Obwohl es gibt eigentlich einige coole Karten, also so ist nicht. Elefantenkarte finde ich sehr geil. Es gibt halt, wenn du das so anschaust, ich finde halt wirklich viele coole Karten dabei. Ich weiß halt nicht, ob es alle schaffen werden, die ich cool finde. Aber ich glaube, es ist halt so, wie du das von Anfang an gesagt hast, dass wir halt sehr die Evaluierung noch immer sehr auf Standard betrachten. Ja, du meinst, man müsste noch viel strenger sein. Wir müssten wahrscheinlich noch um einiges strenger bewerten, die ganze Edition. Na, weiß ich nicht. Na, vielleicht. Na gut, wir sind fertig. Jawohl. Wie immer könnt ihr eure Top 3 darunter schreiben. Ich finde das immer spannend, Jawohl. Immer lustig. Vielleicht haben wir uns verdammt bei was. Werden wir sehen. Ja. Eure Urza-Kombos schreibt mal drunter. Genau. Dann habe ich mal alle Urza besorgt, gleich von Anfang an. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Ihr könnt es natürlich wie immer liken, subscriben, kommentieren auf Facebook, YouTube und Twitter. Ihr könnt das Glockensymbol links von mir anklicken. Ihr könnt unserem Instagram-Channel folgen. Ihr könnt dem Herrn der Karten Liebesbriefe schreiben. Ihr könnt ihm Blumen schicken. Ihr könnt ihm... Nein, keine Blumen. Blumen gehören in die Erde, nicht in die Vasen. Ihr könnt ihm Cinderwalls schenken. Das wäre ganz cool. Gealtert. Und ansonsten danke fürs Zuschauen, Herr der Karten. Herzlichen Dank für deine Weisheit. Wir sehen uns im nächsten Video oder direkt im Spielraum in Wien. Ciao, Ba. Blumen. Weiß ich ja nicht. Ja, was geht mit du? Was sollen sie dir lieber Schnaps hinbringen? Selbstgebrannten?